Well, gut. Ja, herzlich willkommen. Sorry, falls ihr euch das Gesicht nochmal anschauen müsst, aber es ist ja im Zweifelsfall eine Möglichkeit, noch woanders hinzugehen. Ich werde die nächste Dreiviertelstunde, Stunde nutzen, um über das Thema Log- und Eventmanagement zu sprechen. Dazu eine kleine Agenda, um was es geht. Es geht vornehmlich schon um einen Two-Log-Stash. So ein bisschen eine kurze Einführung, was ich unter dem Begriff Log-Events, was ich darunter verstehe, so ein bisschen die Architektur von dem Logstash-Setup mit den verschiedenen Tools, die da dran sind, Routing, Filterung von Events, was man so machen kann, was es für Interfaces dafür gibt, APIs, wie man das Ganze irgendeiner Form an Agios, Ezinga andocken kann, um, sage ich mal, auch auf Events zu reagieren. Ein bisschen was zur Event-Korrelation mit EDBC, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich da keine Demo habe, weil das ist so komplex, dass ich Angst habe, ich verstehe es selber nicht. Und deswegen habe ich es einfach ausgelassen. Also, sagen wir mal, komplexe Filterregeln hier in der Online-Demo zu machen, obwohl ich das immer sehr gern mache, da hatte ich dann schon Angst, dass ich die Leute bis zum kalten Buffet heute Abend hinschleife und das wollte ich dann doch nicht machen. Zwei, drei Worte noch zu NetWays. Uns gibt es seit 1995, beschäftigen uns mit Open Source im Rechenzentrum schon viele Jahre, haben letztendlich 97 damit angefangen, haben eine dunkle zweijährige Windows-Vergangenheit zuvor gehabt. Hilft uns aber heute noch, weil wir halt auch viel mit Windows zu tun haben und hat auch durchaus auch seine Daseinsberechtigung. Und wir suchen natürlich, wie jeder in der IT, immer Leute. Der Kasten ist frei und vielleicht machen wir noch einen neuen farbigen dazu. Falls wir noch größer werden, haben wir mehr Platz. Also falls jemand Interesse natürlich hat, herzlich willkommen. Was wir machen, Schwerpunkte sind Open Source Systems Management, Monitoring ist ein Großteil davon. Puppet ist sehr, sehr stark, haben wir sehr früh angefangen, 2008 haben wir mit Puppet angefangen, da hat es eigentlich kaum jemand gemacht. Da machen wir immer mehr in der Schulung, im Training und so weiter. Ein bisschen Cloud Computing, das ist aber sehr stark ausgerichtet auf Open Nebula, also auf ein Framework, was eher traditionellen Rechenzentrumsbelangen entspricht. Und das ist jetzt durchaus kein Highflyer-Thema, sondern was einfach geht, wo man nicht noch 8 Jahre dran rum entwickeln muss. Ein bisschen Werbung habe ich heute früh schon gemacht. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben: Puppet Camp in München. Und OSDC nächstes Jahr in Berlin. So, jetzt geht's los. Also, kurze Einführung. So ein bisschen der Unterschied zwischen Logs und Events. Denn es ist, glaube ich, so mal ganz wichtig, das auch schon mal gegenüberzustellen, was der Unterschied ist. Denn das wird letztendlich im klassischen Betrieb immer ein bisschen so in einen Haufen geschmissen und ich denke, es ist es nicht. Die Idee oder letztendlich ein Log ist erstmal ein unstrukturierter Fluss an Daten. Das heißt, in der Regel ist immer irgendwo ein Timestamp dabei und dann gibt es eine Message. Aber was da drin steht, wie das verpackt wird, ist es vollkommen frei, kann alles sein. Das heißt, es reduziert sich wirklich auf die Tatsache, dass ich in irgendeiner Form einen Zeitstempel dabei habe und einen entsprechenden Payload der Message. Beim Event ist es so, dass ich eigentlich schon mal ein strukturiertes Format voraussetze. Das heißt, wenn ich ein Event habe, weiß ich eigentlich schon genau, was ist was, was ist ein Timestamp, für was redet der Event, welche Kritikalität hat der Event, wo kommt er her, welches Programm. Das heißt, ich habe eigentlich auf Basis eines Events, sollte ich zumindest viel mehr Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Und das heißt dann in der Folge, dass ich eigentlich erst aus einem Log mein Event machen muss. Das heißt, aus all den Daten, die kommen, von Hardware-Devices, von Routern, Syslogging, Mail-Log, alles, was es quasi so im RZ-Bereich gibt, das in irgendeiner Form zu sammeln, in irgendeiner Form auch festzustellen, was sind eventgetriebene Nachrichten, die mich interessieren, mit denen ich arbeiten möchte, sie dann zu korrelieren, vielleicht, wenn ich das möchte. Da sage ich vorneweg, der Trend auch und in dem Logstash-Thema, wo wir heute drüber reden, ist die grundsätzliche Idee erstmal, ich sammle alles zusammen. Es gibt in dem Universum, Nagios, es sind ja ganz viele Add-ons in dem Bereich, aber der Ansatz von Logstash ist grundsätzlich sagen, ich sammle alles in eine große Datenhalde und wenn dann jemand sagt, was waren gestern um 2 Uhr, dann gucke ich nach. Es gibt einen Sack an Tools, es gibt super Plugins, Check Logfiles von Gerhard zum Beispiel, es gibt Nugtrap, es gibt eine EventDB von uns, EDBC. Es gibt im Log-Management viele Open-Source-Tools, es gibt Greylog, falls es jemand kennt, Fluent und eben auch Logstash. Und genau um das Logstash, da möchte ich mich heute kümmern. Wer von euch kennt denn das Logstash? Wer setzt denn das produktiv ein? Ja, da ist Potenzial. Sehe ich sofort. Was ist Logstash? An sich, Logstash ist auf Basis von JRuby programmiert. Also jeder, der jetzt gleich mit Java durch die Decke geht, man kriegt davon relativ wenig mit. Das ist ein Single-File-Deployment, das wird mit einem Java-Char angeschossen, aber an sich hat man mit dem ganzen Java-Kontext nicht viel zu tun. Es ist vom Prinzip eine Pipe.
Vom Prinzip ist Logstash eine Pipe mit Input, mit Filtern, mit bisschen Coding und Output. Das heißt, der Grundansatz von Logstash ist immer, ich schiebe irgendwas rein, schiebe irgendwas raus, wenn ich Glück habe, verliere ich nichts unterwegs und dann sind meine Daten erstmal irgendwo drin. Es gibt einen Sack voll Standard-Plugins dafür. Wir können die heute Abend noch mal im Detail durcharbeiten, aber wichtig ist eigentlich, dass Logstash nahezu alles unterstützt. Das heißt, E-Mail, Pipe, Nagios NSCA, ganz wichtig, Null als Output. Wenn man gewisse Daten verbergen will, kann man die da, es bietet sich Null einfach an. Das heißt, man kann eigentlich von allem lesen, ja, von TCP, von allem, was es eigentlich so gibt. Und wenn man es nicht kann, kann man es eigentlich relativ gängig machen und jeder wird sein Tool der Wahl finden. Ob man jetzt Twitter als Logstash-Output wirklich nehmen will, ich habe es mal probiert, es funktioniert auch. An sich Logstash, die Installation, es ist ein Single-File-Deployment. Ich kann das auf der Webseite Logstash.net, kann ich das runterladen. Ich lade das File, Java Char Logstash, XXX für die Current-Version und dann geht es eigentlich. Dann läuft Logstash erstmal. Also klar, Voodoo ist dann in dem Config-File, aber mehr muss ich erstmal nicht machen. Also ich habe keinen Configure, Make Install oder sonst was, sondern ich lade dieses File, schmeiße es an und wenn ich Glück habe, läuft es. Wie sieht so ein bisschen eine komplexere Architektur aus, die man eigentlich braucht, um es ja, vernünftig mit Logstash zu machen? Grundsätzlich ist der Ansatz, es gibt Shipper. Die können alles sein. Das können Geräte sein, die nativ zum Beispiel Syslog sprechen. Das können Tools sein. Das kann ein normaler A-Syslog sein oder irgendwas, was mir Logs liefert. Das kann auch Logstash sein. In meiner Demo ist es Logstash. Also das heißt, ich liefere Logs auch mit Logstash zu, aber das muss es im Echtbetrieb nicht sein. Ich wollte mich nur nicht mit Syslog hier irgendwie abspacken. Von daher habe ich das einfach mit Logstash gemacht, weil es für mich einfacher war. Dann, und das ist ein Tool, was nicht Teil von Logstash ist, aber was ganz, ganz sinnvoll ist, wenn man was mit Logstash machen will. Dann gibt es eine NoSQL-Datenbank letztendlich, eine In-Memory-Datenbank, die sich Redis schimpft. Hat die schon mal jemand gehört, Redis? Doch ein paar. Also viele Jahre war eigentlich Memcache so das, was man genutzt hat, um so Application-Code, Middleware, also so ein Sack an Speicher, alles rein, raus, geht möglichst schnell in Memory zu machen. Und Redis hat eigentlich da in dem Markt schon mehr und mehr Memcache verdrängt, weil es einfach mehr Möglichkeiten hat. Redis ist eine In-Memory-Datenbank, die zwar persistieren kann, das heißt, ich kann einen Roundtrip machen, Stopp, Start und die Daten sind da, aber der Grundgedanke ist, Redis alles in Memory zu machen. Das heißt, an und für sich mit einem Stapelspeicher Daten abzulegen. Und in dem Konstrukt Logstash ist es deswegen auch ganz wichtig, weil es wahnsinnig viel, sehr viel Daten verarbeiten kann und eben so eine Art FIFO-Prinzip abbilden kann. Es ist sehr leichtgewichtig, das ist ein kleiner C-Daemon und es hat deswegen eine ganz, ganz wichtige Funktion in dem Logstash-Umfeld, denn ich natürlich an den Shippern und auch an dem Indexer, das heißt an dem datenverarbeitenden Instrument Logstash natürlich Konfigurationsänderungen mache. Das heißt, es kommen neue Quellen dazu, ich möchte die anders filtern, ich möchte mit den Daten irgendwas anders machen. Und immer wenn ich das mache, ist natürlich im Zweifelsfall Logstash down. In der Regel habe ich mich die ersten dreimal auch falsch konfiguriert, also ist er länger down. Und somit hilft mir Redis, das abzubuffern. Das heißt, Redis ist erstmal der alles entgegennimmt, da stecke ich alles rein. Und dann kann ich mit meiner Logstash-Installation da an der Stelle spielen. Ändere die Filter, ändere die Inputs, die Outputs, mache mit meiner Formatierung was anders. Und in dem Redis werden die Daten so lange vorgehalten. Irgendwann ist halt Memory voll. Aber im Leben ist das immer so. Von Logstash geht es dann in Elasticsearch. Ich habe auch noch mal im Detail eine Folie, was Elasticsearch ist. Wichtig in dem Kontext Logstash, das ist die Speicherkuh. Der kümmert sich um die Langzeitpersistierung von Logdaten. Das heißt, alles hier ist immer nur Flow. Logstash speichert auch nichts. Logstash rein, raus, hält nichts zwischen, sondern es ist einfach eine Pipe. Geht immer weiter und hier wird gespeichert. Das heißt, in Elasticsearch, da werden die Daten abgelegt, da werden die vorgehalten und da passiert letztendlich auch die Suche. Und was es eben dann auch gibt, ein Interface dafür. Das schauen wir uns aber dann auch später an. Noch ein paar Details zu Redis. In Memory-Datenbank auf C-Basis ist es im Endeffekt wirklich ein ganz einfacher Mechanismus, um Daten abzuspeichern. Es unterstützt Replikation, wenn man ein größeres Setup hat oder auch wenn man Redis für Nicht-Logstash-Umgebungen nutzt, also für irgendeine andere Spielerei, kann man sehr, sehr gut replizieren. Was Memcache, ja, kann man schon frickeln, aber ist nicht so toll, ist in Redis einfach schöner. Also ist einfach toll, wenn man so einen Bedarf hat. Paketierung, ich bin jetzt da nicht so der Super-Distro-Mensch und war da nicht so up-to-date in den, was ich so verwendet habe, habe ich nichts gefunden, aber so spielt sich an und für sich die Installation ab.
make, make test, make install, Redis Server als Binary anstatten und dann läuft das Ding, hört auf den Port. Kümmert sich nicht um Authentifizierung, alles offen. Es gibt eine Möglichkeit, mit so einem Pre-Shared Key zu arbeiten, aber grundsätzlich geht Redis davon aus, wenn du an meinen Port ran darfst, dann kann ich dir auch alles erzählen. Vorsicht. Elasticsearch ist auch ein Java-Teil, basiert auf Lucene. Das Lucene ist eine Apache-Komponente, der sich quasi um diese ganze Index-Arbeit kümmert. Dieselbe Basis hat auch Apache Solr, wem das vielleicht ein bisschen bekannter ist. Der Vorteil an Elasticsearch, es ist eigentlich auch ein Single-File-Deployment. Elasticsearch kümmert sich um alles, was Replikation angeht. Das heißt, die Daten auszulagern, mehrere Shards, kümmert sich um Replicas, Gateways. Das heißt, die Verteilung von Daten auf Elasticsearch geht eigentlich von alleine. Es ist wahnsinnig schnell. Es ist ein bisschen schmerzhaft, weil man feststellt, dass die Daten, sobald man sie hineinschreibt, nicht sofort verfügbar sind. Denn Elasticsearch nimmt die Daten erstmal an und verarbeitet sie, indexiert sie. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man Daten in Elasticsearch eingespielt hat und sie dann aber mit der Suchquery nicht findet. Das ist am Anfang etwas, wenn man aus einem relationalen Datenbankumfeld kommt, dann sagt man, ich habe doch gerade einen Insert gemacht, warum bringt man Select nichts raus? Aber das ist halt einfach da so. Ein ganz interessanter Hintergrund ist, dass der Logsys-Entwickler, der Jordan Sissel, der gute Mann, der das schreibt, der hat auch bei Elasticsearch angeheuert, letzten Monat. Ich habe komischerweise bei der PuppetConf in Amerika, haben die von Elasticsearch, glaube ich, an dem Moment ihn klargemacht mit Geld. Da war ich mit dem Bier daneben gestanden und zwei Wochen später stand es dann irgendwie auf dem Blog. Also Bier ist die Quelle aller Weisheit manchmal. Installation ist so, Download, Entpacken, Elasticsearch anschießen, dann läuft Elasticsearch. Ich kann natürlich einen Sack voll konfigurieren, wie meine Shards, meine Replica-Sets ausschauen, Performance, Heap-Sizes, all das, was Spaß macht, kann man machen. Aber um das einfach mal zu probieren, um das anzuschießen, Daten da reinzuschreiben, ist es sehr, sehr einfach. Ja, so ein bisschen Routing und Filterung. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen nochmal zurück zur Architektur. Das heißt, wir haben verschiedene Shipper, wir haben das Redis dazwischen, was nicht zwangsläufig notwendig ist. Das heißt, ich könnte direkt auch rein shippen in den Indexer oder in den Elasticsearch, aber er macht aus meiner Sicht einfach in dem Szenario total Sinn. Wie kann ich Daten übermitteln? Von Logsys zum einen funktioniert. Logsys ist aber an sich jetzt nicht so super klein im Footprint. Das heißt, man wird vermutlich vermeiden wollen, Logsys auf jeden Rechner auszurollen, den man im RZ hat. Dafür gibt es ein kleines Teil, das hat alles was mit dem holzverarbeitenden Gewerbe zu tun, Lumberjack. Das ist eine Implementierung auf C, die Daten zuliefern kann zu Logsys. Und man kann eben dann Syslog, man kann Log4j, man kann Gelf, das ist das Greylog-Format, nicht zu verwechseln mit unserem Kollegen Thomas Gelf, der auch Logs durch die Gegend fährt, aber der an der Stelle noch keinen Log-Adapter hat, aber vielleicht schreibt er gerade ein. Und man kann natürlich auch Files lesen. Wie sieht die Konfiguration aus? Kann man das halbwegs erkennen? Ich gebe zu, es ist eine Scheinfrage, aber ich könnte es auch nicht ändern, wenn man es nicht erkennen kann. Aber ich erkläre es kurz. Vom Prinzip, es gibt immer Input, vielleicht noch Filter, kommen wir später zu, ein Output. In dem Input ist es so, ich lese hier ein File, das ist dann auch mein Demo-Setup, was ich dann zeige. Da kümmert sich Logsys selber um so Dinge wie File-Rotation, dass er am letzten Punkt anfängt und dieses ganze, das normale File-Handling-Gedöns, das kann Logsys einfach. Deswegen mache ich dann später auch erstmal ein Echo leer, kopiere das eine File in super IT-Eleganz wieder rüber, damit das Ding anrollt. Also das heißt, der weiß sehr genau, wo er aufgehört hat zu lesen. Dann lese ich das rein, dann gibt es ein Output. Debug True habe ich in meiner Demo deaktiviert, weil sonst zerkocht mir meine Virtual Box, weil der jede Menge Strings an der Konsole vorbei rattert. Und dann gibt es in dem Fall, weil wir in dem ersten Stall des Log-Shippings sind, eben einen Redis. Und bei dem Redis ist es so, ich brauche nicht mehr als eine Host-IP, ich brauche einen Data-Type-List, also als Datentyp, wie ich das in Redis abspeichere, und ich brauche einen Key. Mit diesem Key werden die Daten in dem Redis quasi versehen. Das ist wie der Zugriff auf diesen Redis-Stapelspeicher. Wir sehen uns das dann auch in der Konsole an, dass ich dazukomme. Also ich hole Logs, in dem Fall aus dem Input-File, könnte aber auch Input-TCP-Socket auf Syslog sein oder irgendwas. Output in den Redis-Server. Das ist quasi der erste Schritt, den wir machen. Da gibt es dann einen File dazu, gucken wir uns an. Der zweite Teil, ich muss ja irgendwie aus diesem Redis wieder rauskommen in das Elasticsearch rein. Ich kann das auch alles in einer großen Installation machen, aber ich habe es, denke ich, einfach hier unterteilt, um es einfacher zu machen. Das heißt, ich drehe das Spiel um, ich habe hier einen Input. Der Input ist jetzt Redis, das heißt, ich hole die Daten aus Redis raus, greife wieder mit dem Key, Logsys Apache
auf genau diesen Stapel zu, den ich haben möchte. Hintergrund ist der, dass ich natürlich von verschiedensten Quellen in diesen Redis speichern könnte. Apache-Daten, Syslog, Malog, was weiß ich. Und ich möchte aber natürlich auch genau auf die Daten wieder zugreifen, weil ich sie vielleicht spezifisch weiterverarbeiten möchte. Das heißt, ich hole mir hier die Daten aus Redis, Data-Type-List, sage wieder diesen Key, mit dem ich es vorhin reingeschrieben habe, habe wieder Output, Debug True, macht immer gut, wenn man damit spielt, in meinem Demo, wie gesagt, deaktiviert, und schießt das Ganze dann in Elasticsearch. Läuft bei mir alles auf demselben Host, Elasticsearch, Daten reinschreiben. Kann man das soweit noch folgen? Gut. Was kann man noch machen? Eine zweite Alternative für auch diesen Prozess aus Redis, nämlich die Apache-Logs in den Elasticsearch zu schreiben, ist das Thema, den Crocfilter anzusetzen. Also wir haben wieder Input aus Redis, Output Elasticsearch, haben aber an der Stelle einen Filter dazu geschrieben. Heißt hier, beschäftigen wir uns bei dem Filter schon durchaus damit, dass wir wissen, was da kommt. Nämlich wir wissen, es kommt ein Combined Apache-Log. Und Croc, hat das schon mal jemand gehört? Wahrscheinlich alle, die mit Logstash arbeiten. Wenn jemand mit Logstash arbeitet und hat von Croc noch nichts gehört, dann gute Nacht. Also das muss man kennen. Croc kümmert sich um dieses Ganze, dass man sich mit regex nicht abbrechen muss. Das heißt, er kennt viele Formate, der kennt viele Patterns von Haus aus, Syslog, Apache und so weiter, um einfach Datentypen schneller rauszukriegen. Und wenn du gewisse Standardformate hast, wie ein Syslog oder wie ein Combined Apache, dann kannst du einfach sagen, Filter, Croc, Match, Message, Combined Apache Log, und dann zerlegt er einem das komplette Apache Log mit all den Attributen wie Response Time, Bytes, HTTP-Status, welches Bild abgerufen wird, all diese Dinge in die entsprechenden Felder. Dann das letzte Slide zum Thema Konfiguration, und dann gehen wir quasi auch schon die Demo über. Das ist jetzt quasi nochmal eine Möglichkeit, also quasi die dritte Möglichkeit. Ich habe wieder ein Input Redis, ich habe wieder den Filter Croc, weil ich ja weiß, ich habe Apache-Daten da drin, und jetzt mache ich aber noch was, ich mache GeoIP. GeoIP ist auch eine Filtermöglichkeit, macht nichts anderes, als die IP-Daten, die in dem Apache-Log, also die Request-IPs in dem Apache-Log zu nehmen und mit einem Geotag zu versehen. Das heißt, aufgrund der eigenen Geodatenbank, die liegt Logstash auch bei, einfach zu sagen, der Request kam aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Also mit diesen Dreizeiler kann ich in Realtime Logs nehmen, füge einen Geotag dazu und weiß sofort, aus welchem Land der Request herkam, kann mir das später in eine Kuchengrafik auflegen und sehe sofort, wo sind meine Apache-Logs her. GeoIP ist richtig cool, funktioniert auch super, hoffentlich. Interfaces, das heißt, wir haben das super verstanden, die ganzen Daten sind alle in Elasticsearch drin, jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Ding ran? Es gab bis zur Version vor 1.2 von Logstash in Logstash Web, was gruselig war. Jeder, der das mal gesehen hat, der schlimm. Und es gab parallel dazu in der Community ein Projekt, das nennt sich Kibana. Das ist die Oberfläche für Logstash, und seit Version 1.2 ist die auch in Logstash mit dabei. Das heißt, es gibt eine Logstash-Option Web und dann gibt es eben die Web-Oberfläche quasi mit dazu. Ich stelle fest, dass das Theme Dark ungünstig für Beamer ist. Ja, aber das sind Balken. Dann gibt es Elastic HQ. Elastic HQ ist auch ein Open Source, eine Open Source Oberfläche. Die kümmert sich um das Management von Elasticsearch. Elasticsearch selber funktioniert komplett über REST. Also alles wird über Curl-Befehle hin und her geschossen. Aber es gibt eben auch eine Oberfläche, wo ich so ein bisschen mehr Memory angucken kann, wo ich zum Beispiel auch in einem Cluster sehen kann, wie viele meiner Nodes oben sind, wer gerade die Masternode ist. Gucken wir uns aber auch in der Demo an, die wir jetzt machen. So. Gehst du? Du gehst. Also, ich habe hier meinen Ordner OSMC und habe hier verschiedene Scripts abgelegt. Das heißt, hier sind jetzt quasi so diese ganzen Demo-Cases, die ich angesprochen habe. Das eine, die Daten indexieren in das Redis rein, die Daten aus dem Redis wieder lesen und in das Elasticsearch reinstecken. Was muss ich erstmal machen, damit ich quasi Daten in das Redis speichern kann, muss ich diesen Redis starten. Das sieht so aus, Redis Server, Redis Conf, da steht im Zweifelsfall der Port drin, noch jede Menge andere Dinge, die man konfigurieren kann, die man aber jetzt eigentlich nicht brauchen. Also das heißt, ich starte diesen Redis Server. Das geht meistens ganz gut. Dann ist er da, vielleicht ist da, läuft. Heißt, ist einfach da, passiert erstmal weiter nichts damit. Ich brauche an der Stelle Elasticsearch noch nicht, weil ich jetzt erstmal Daten
reinfüllen möchte in diese Redis-Datenbank. Das heißt, ich habe drei SHIP-Files. Das heißt, ich habe hier sowas wie ein SHIP von Apache-Daten. Den gucken wir uns auch mal an. Was der tut, er startet dieses Logstash-Current-Char. Da habe ich mir nur einen Symlink gemacht, weil die Version, das ist ein sehr agiles Development, also macht man es am besten mit einem Current. Dann braucht man ständig die Demo ändern. Und verweise dann auf dieses Config-File. Das Config-File können wir uns auch mal angucken. Das ist es. Das heißt, ich habe ein Verzeichnis, Root OSMC Demo Data, alles unter Root arbeiten, wie man es machen soll. Und da spiele ich die Daten entsprechend ein. Also, ich starte den mal. Start logs the ship. Jetzt dauert es ein bisschen, weil es halt nicht schneller geht. So, dann geht's los. Dann kommt so ein bisschen Meldungen. Logstash ist jetzt auch, das ist nicht im Debug-Mode sehr auskunftsfreudig, wenn es darum geht zu sagen, in welchem Stand sich gerade diese ganzen Input und Outputs befinden. Dass da in einer wahnsinnig hohen Frequenz neue Outputs und Inputs dazukommen, ist es immer so, dass er quasi sehr schnell sagt, da gibt es was Neues, das ist noch nicht zu 100% production ready. Die Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, ist aber, dass alles, was in der Doku ist, beschrieben als funktioniert, auch wirklich funktioniert. Wenn Änderungen gemacht werden, und gerade in 1.2 hat sich bezüglich Conditionals und so weiter sehr viel geändert, dann ist aber auch immer noch die alte Version lauffähig, funktioniert, und es wird dann entsprechend in den Logfiles eben angezeigt, dass sich es verändert hat. So, das heißt, was das Ding jetzt eigentlich macht, er nimmt die Files aus meinem Apache-Log und schreibt die in diesen Redis rein. Schauen wir mal in diesen Redis, den gucken wir uns mal an. Wenn ich es da schaffe, noch rauszukommen. Redis CLI. Jetzt stelle ich fest, es ist schon was drin. Das heißt, er hat jetzt 18.470 Datensätze aus dem Apache-Log genommen, hat die in diesen Redis gespeichert. Soweit verstanden? Ja, ne? Daten, Logfile, In-Memory-Datenbank. Jetzt starte ich meine Elasticsearch an. Es dauert auch einen kleinen Moment, Elasticsearch wird hochgefahren, der Port wird letztendlich geöffnet, den dann quasi wiederum Logstash seine Daten reinschreibt. An der Stelle schauen wir uns gleich auch mal das Demo-Interface von ElasticHQ an. Das sieht so aus. Auch das ist das kann man sich runterladen, ElasticHQ von GitHub. Schmeißt man ein Verzeichnis, muss man nichts installieren. Also ist kein PHP, es läuft alles in JavaScript ab. Dann kann ich mich da connecten. Ich sehe hier meine Node und habe quasi einen kleinen Überblick. Oh, man sieht das nur teilweise, sehe ich gerade. Schön. Und hat so quasi ein bisschen Überblick über diese lokale Node, die man da hat. Warum sieht man das hier nicht ganz? So. Das heißt, ich sehe so ein bisschen Memory. Ich habe jetzt hier nur eine Elasticsearch Node. Wenn ich eine zweite hätte, muss ich in Elasticsearch nichts anderes machen, als dazu konfigurieren und zu sagen, du gehörst zu diesem Cluster, fahr die hoch. Elasticsearch handelt untereinander selbst die Master-Instanz aus, der quasi zuständig ist, verteilt auch die Queries automatisch. Ich sehe das dann hier, indem ich mehrere Nodes nebeneinander habe und eben dann mit diesem kleinen Blitz, der markiert mir hier die Masternode, die ich entsprechend für Elasticsearch gerade aktiv habe. Wenn ich den Server ziehe und ich habe zuvor meine Shards sauber umverteilt, dann geht es danach einfach weiter. Ich merke es einfach nicht, sondern Elasticsearch kümmert sich darum, dass die Daten sauber von A nach B kommen. Habe ich einen Multinode-Cluster und ich habe eben diese verschiedenen Nodes und Shards verteilt, dann kümmert sich Elasticsearch auch immer automatisch darum, diese Shards wieder umzuverteilen. Das heißt, wenn ein Node stirbt und er verliert sein Replika, dann fängt er sofort bei einer Feststellung, dass ein Node ausgefallen ist, an, die Daten wieder umzuverteilen. Wie immer in der IT, in der Regel muss man sich nicht darum kümmern und es funktioniert dufte. Aber man sollte sich schon die Doku mal durchlesen.
Denn wenn man das zum Beispiel mit der Shard Allocation und diesem ganzen Replika-Zeug nicht richtig macht, kann es durchaus sein, dass der Cluster sich tot alloziert und die Daten ständig von links nach rechts kopiert, weil er meint, er müsste seinen Hintern in Sicherheit bringen, was dazu führt, dass wenn die andere Node wieder hochkommt, er sagt, jawohl, da bin ich hier wieder da, dann kann ich die Shard hier wieder löschen. Das heißt, der stirbt auch relativ schnell in der Selbstverwaltung, wenn man das nicht richtig konfiguriert. Also ich würde es ganz schöner malen, als die Welt ist, aber so sieht es halt aus. Guckt euch auf jeden Fall die Doku an. Also nochmal zurück zum Terminal. Elasticsearch läuft, die Daten liegen immer noch in Redis. Dann gibt es jetzt hier verschiedene Skripts. Ich habe einmal den Standard-Index Apache, ich habe den GeoIP und ich habe noch einen anderen, aber den zeige ich erstmal nicht. Start Logstash-Index Apache macht nichts anderes aus, als Redis die Daten lesen, in Elasticsearch schreiben. Auch hier dauert es ein bisschen, dann kommt der Debug-Output. Jawohl, jetzt geht's los. Und jetzt müsste er eigentlich anfangen, die Daten aus dem Redis rauszulesen. Und das sieht man jetzt auch. Das macht er. Das heißt, mit diesem LLN kann ich mir diese Q-Length von diesem Key in Redis angucken und kann mir sagen, in dem Bereich Apache, wie viel liegt denn da drin? Und das kann ich mir mit dem entsprechend rausholen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, Mensch, wenn der bloß 300 Sätzchen schafft, das ist ganz schön krakelig. Ich habe natürlich jetzt auch meine VM runter geregelt wie einen. Das ist schon ein bisschen CPU und Memory. Braucht es schon. Also es ist nicht ganz anspruchslos, sagen wir es mal so. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, ein Raspberry Pi-Projekt rauszumachen. Ich glaube, das umschreibt es eigentlich ganz gut. Also ein bisschen Hardware sei dem Ding gegönnt, aber wer das halt machen will und wer den Anspruch hat, und ich glaube, das ist auch absolut berechtigt, der sollte durchaus ein bisschen CPU und Memory Power investieren, damit das Ding gut zuckt. Man braucht aber auch keine 40 CPU-Maschine. Also einen guten Midrange-Server mit bisschen Memory, den braucht man. Bei uns läuft es virtualisiert, der schreibt seine Daten in einen NFS-Share. Und es funktioniert super, obwohl alle sagen, hier mit fetzen Platten, SAS, SSD, bei uns schreibt das auf dem NFS-Topf, das geht. So, jetzt gucken wir mal. Also, Daten sind raus, hoffentlich, auch irgendwo anders. Darum machen wir mal die Oberfläche von Elasticsearch auf, und zwar dieses Kibana. Jetzt fällt mir ein, ich habe es nicht gestartet, dann geht auch nichts. Das heißt, ich habe jetzt am Laufen, ist mir einfach wichtig, um es klarer zu machen, einmal den Logstash, der quasi die Daten aus dem Access-Log liest und einmal die Daten, die den Elasticsearch schreibt. Und was ich jetzt noch brauche, ist eben Logstash Web. Logstash Web ist auch, das Web-Interface läuft in dem Logstash, der das dann auf dem Port 9292 bereitstellt. So. Tequila. Gesundheit, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist was passiert. So, gehst du? Jetzt gehst du. Also, da gebe ich auch zu, das läuft in der VirtualBox am Anfang echt ein bisschen träge, bis das Interface hochkommt. Also, Kibana, auch Teil in dem Logstash mit drin. Das heißt, ich starte Java, Char, Logstash, Char, Web, dann habe ich dieses Kibana auf dem Port. Was Kibana nicht kann, hält nichts von mehr Benutzerberechtigung, sondern wer da draufkommt, kann alles sehen. Es gibt Möglichkeit, Logdaten von verschiedenen Quellen mit Text zu versehen. Das heißt, ich kann die Daten mit Text versehen, zum Beispiel mit einem zusätzlichen Attribut Customer 1 und kann dann den Zugriff, den Kibana auf Elasticsearch macht, durch einen Apache-Proxy hauen. Und dann quasi über VirtualHost sagen, wenn du einstichst über Kibana slash Kunde 1, dann mache ich hinten einen Reroute und hänge mir diesen Tag bei der Abfrage in Elasticsearch hinten mit dran. Das ist ein bisschen hässlich, aber funktioniert umso schöner. So, jetzt seht ihr, dass die Daten da drin sind. Das heißt, dieser Zeitstempel, ich habe das heute früh nicht mehr probiert, also gibt es da vorne nichts. Und hier sehen wir bereits diese Balkengrafik. Ich zoome die so ein bisschen rein. Das sind die Logdaten, die quasi jetzt drin sind. Ja. Genau, ich wiederhole nochmal die Frage, ob es nur Datenmenge oder Inhalt ist. Das ist alles. Es ist komplett. Es ist jetzt mit Daten, mit Payload, mit Message, mit Timestamp verarbeitet, indexiert und quasi zur Suche bereit. Das heißt, was ich machen kann, ich habe hier oben ein Suchfeld. Ich habe von dem Apache-Log. Also nochmal, ich suche hier Isinga, dann feuert er die Suche ab. Jetzt sage ich, ich möchte da drin noch suchen nach
Das ist ein Apache-Log nach allen JPEGs, die geladen werden. Dann kann ich nochmal ein Suchattribut dazuhängen und sage JPEG. Dann führt er mir quasi ein zweites Suchattribut. Kann man das so halbwegs erkennen? Jetzt wartet einmal, ich stelle das einmal um. Da mache ich es vermutlich jetzt kaputt. So, oder? Besser? Ja. Ja. Schon Mittag? Das heißt, man sieht hier, jetzt hat er quasi gleich gruppiert. Ich habe zwei Suchen gemacht, einmal Isinga, einmal JPEG. Er baut mir sofort einen Stackgraph und ich sehe die Daten hier drin. Kann auch weiter reinzoomen. Das Zooming passt auch hier oben immer meinen Timestamp an. Also ich habe oben dieses Time-Control-Panel, wo ich mit absoluten und relativen Zeitwerten arbeiten kann. Also dass man sie letzten 6 Stunden, letzte Stunde oder von bis. Das geht auch wirklich genauso schnell, wenn dahinter 30, 40, 80, 400 Gigabyte Daten liegen. Dann geht es genauso schnell, wenn es nicht auf dem Raspberry Pi läuft. Also es ist wirklich eine Riesenstärke, dass es einfach so schnell geht und das macht eigentlich an dem Kibana so richtig Spaß. Der Nachteil ist, man macht das Ding manchmal auf, dann fängt man an zu suchen. Und dann schaut man, dann macht man Grafik, dann macht man das. Irgendwann weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man suchen wollte, weil man wegen so durch die Logfiles durchgrast. Das ist so wie am Abend, wenn man ins Bett will und macht nochmal Facebook auf, wo 2 Stunden später sagt, das habe ich eigentlich gemacht. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert. Man wühlt dann in den Daten, weil es so schön ist, sich Daten anzuschauen. Man kann die NSA ein bisschen besser verstehen danach. Also es hat definitiv einen Mehrwert. Ihr seht auch links quasi diese Fields, also das, was dieser Crockfilter aus diesen Apache-Daten schon zerstückelt hat, entsprechend einsortiert und könnt so jetzt zum Beispiel auch sofort ein Gruppierungsmerkmal sehen. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, das ist letztendlich aus einer Datenbank, würde ich sagen, ein Group-By. Das heißt, alle HTTP-Anfragen, die auf den Webserver in dem Timeframe dieses Logs eingetroschen sind, haben sich aufgeteilt zu 495 mit HTTP-Version 1.1 und 5 auf HTTP-Version 1.0. Oder ich kann das auch machen, das macht nicht so viel Sinn, auf Client-IPs. Das heißt, ich sehe sofort, was ist mein Top-Talker? Also welche IP hat am meisten meinen Webserver penetriert? War es der Kollege, der testen wollte, ob er sichtlich konfiguriert oder war es jemand von extern? Genauso kann ich das mit Response-Codes machen, mit Requests, welche Seiten wurden am häufigsten. Ich kann mir sehr, sehr leicht damit in Google Analytics nachbauen. Also wenn ich meine Daten da nicht hingeben möchte, kann ich das sehr, sehr leicht mit Logstash machen. Das heißt, die relevanten Daten mit, wo kommt der her, bisschen weiter mit Geotech-Aufbereitung nachzubilden. Ja, es ist halt Open Source und geil. Ne? Also, er sagte nur nochmal für Streaming wiederholt, es erinnert an Splunk. That's it. Also Splunk ist das und Splunk ist halt sauteuer. Also Splunk ist ein super Produkt, das muss man auch dazu sagen. Wer Splunk schon mal gesehen hat, das ist toll. Ich habe die letzten Versionen, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber das Schöne ist, es ist halt wirklich for free. Kann man sich so runterladen, ob auf 100 oder 1000 Nodes, das kostet einfach nichts. Und man kriegt sehr, sehr viel, was ich nicht kann. Vielleicht wissen Sie es, inwieweit es sich von Splunk in dem einen oder anderen Feature unterscheidet. Vielleicht kann Splunk da ein bisschen mehr, aber das Tolle ist eigentlich wirklich, dass man Open Source mäßig da heutzutage wahnsinnig viel bekommt. Die Frage ist, ob das System bereit ist für die harte Produktion. Ich sage absolut ja. Also wir haben lang gebraucht, dass wir es jetzt endlich in Produktion bei uns selber gebracht haben. Da haben wir es jetzt, es läuft. Es gibt viele, die das seit langen Jahren nutzen. Das ist so ein bisschen das Logstash, hat sich sehr stark verbreitet über diese ganze DevOps-Kultur. Da ist Logstash so ein bisschen im Schlepptau mitgekommen. Derjenige, der Jordan Sissel, wo ich vorhin gesagt habe, der wurde von Elasticsearch angekauft, der hat zuvor bei Dreamhost gearbeitet, ist ein Hoster in Amerika und der hat es eigentlich dort mehr oder weniger Full Part gemacht und hat das System weiterentwickelt und ich habe jetzt auch so auf diesen verschiedenen DevOps Days und Konferenzen, die es so gibt, die Leute setzen das seit Jahren ein mit großen Infrastrukturen, mit vielen Elasticsearch Nodes, also ich würde sagen, das ist wirklich rock solid. Mit der Einschränkung, dass es immer mal wieder so einen neuen Input-Output gibt, der es vielleicht noch nicht ist, der aber dann Gott sei Dank auch das Gesamtsystem nicht ins Straucheln bringt. Also ich würde definitiv sagen, auch das Kibana ist jetzt neu in Logstash dabei, seit Version 1.2, die, ich glaube, so 1,5, 2 Monate alt ist, aber es gibt es schon länger. Und ja, ich würde wirklich sagen, es ist absolut production ready. Fairnesshalber, für Elasticsearch kann man auch Support kaufen. Also es gibt für Elasticsearch, also den Speicher der Datenverwalter, auch eine Pro-Version, aber es ist hier, das alles, was es gibt, ist Open Source, man lädt es runter, gibt es keine Limitierungen.
ich muss auch sagen, sonst würde ich auch nicht drüber erzählen. Also das ist mir total wichtig, weil das ist natürlich auch unser täglich Thema, das uns mit Open Source da an der Stelle beschäftigen. Also Timestamps, ich glaube, das haben wir soweit gesehen. Die Daten sind da drin. Jetzt schieße ich den einen Logstash mal ab, weil den will ich nicht mehr haben. Die Frage ist, welcher war es? Index Apache. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, läuft. Hier 670. Wir werden Prozess-IDs zugerufen, das klingt sehr gut. Ja, also. Tschüss. Was noch immer läuft, ist der Logstash-Shipper, der die Daten in Redis schreibt. Es dürften sich im Moment keine Daten mehr in Redis befinden. Hoffentlich, ja, befinden sich keine Daten mehr. Und ich habe den Leser aus Redis in Logstash, den habe ich mir gerade quasi vom Knie geschossen. Was ich machen möchte, ich möchte dieselben Daten jetzt nochmal reinladen. Da der Shipper noch läuft, muss ich jetzt meinen angesprochenen Quick-Hack machen. Und zwar einen Echo in das Access-Log. Habe ich was verpasst? Ach Gott, das ist das, ne? Da war ich krank. So, Cut, Access-Log, Oric, da, zack, zack, zack. Das heißt, ich tue so, als wäre halt, naja, ihr wisst. Dann kommen die Daten wieder in das Redis rein. Das heißt, der fängt wieder an, genau denselben Datensums wieder zu lesen, speichert ihn wieder rein, weil es ja neue Daten sind. Und jetzt möchte ich einen anderen Index erstatten. Und zwar den Geodatenindexer. Und da schauen wir uns mal jetzt das Config-Skript an. Ich habe es ja vorhin auch letztendlich auf den Slides gezeigt und es ist dasselbe, was hier steht. Das heißt auch hier wieder, ich lese aus Redis die Daten, jag's durch den Compiled Apache Log Filter, weil ich mir eben diese Apache-Häppchen raussuchen will durch dieses Grog-Pattern und auf diesen Source-Client-IP. Und das Source-Client-IP ist quasi schon ein Ergebnis aus diesem Compiled Apache. Das heißt, der zerlegt den Apache Log, nimmt das Client-IP und sage ich, und auf das setzt du mir den Tag Geotag mit drauf. Dieses if-type, wer mit Logstash schon arbeitet, das ist neu seit 1.2, das ist diese konditionelle Verarbeitung. Also diese if-conditions gibt es jetzt seit Version 1.2 von Logstash. Und wie man das früher gemacht hat, eben auf Tags und Types abfragen, das ist deprecated, wird noch unterstützt, aber wird irgendwann in den nächsten Versionen rausfliegen. Das heißt, ich sage bei dem Filter nochmal, wenn du Apache Access bist, dann jag dich durch den Croc, nimm dann das Feld Client-IP, was du geholt hast, was ich ja jetzt schon in dem hier habe. Also dieses Feld Client-IP ist ja quasi schon als Ergebnis dieses Croc-Patterns da. Und dann setzt ihr mir noch den Geotag drauf, um zu wissen, wo die Requests herkommen. I do it. So. Start Logstash Index Geo-IP. Also, das heißt, die Daten liegen in dem Redis drin. So nehmen wir mehr. Fabulös. Ja, jetzt werden es weniger. Das heißt, er nimmt die Daten wieder aus dem Redis raus, versieht die mit dem Geotag, schreibt die in Kibana. Wir gucken uns das an. In der Config? Moment, ich mach's nochmal kurz auf. Die Frage ist, was die eckigen Klammern machen. Das jetzt hier? Nein, das ist die Syntaxsprache letztendlich von dem Config-File von Logstash. Also letztendlich ist von dem Filter GeoIP add tag an Attribut. Die Dokumentation ist sehr gut und es gibt auch ein Logstash Kochbuch. Da ist das nochmal alles detailliert drin, aber das ist letztendlich nur eine Art, wie der Parameter übergeben wird. Nein, man muss es sich so vorstellen. Ich habe die Daten, die Daten werden durch diesen Grog-Filter zerteilt. Aber letztendlich sind all diese Daten schon mehr als nur noch Timestamp und Message, sondern es sind eigentlich schon Events, weil ich diese ganzen Felder habe. Und mit dem Add-Tag füge ich quasi zu diesen vielen Attributen, die Apache Log hat, noch eins dazu, nämlich diesen Geotag, weil der zuvor in den Daten gar nicht da ist. Also das heißt, ich erweitere eigentlich die Log-Daten hier on the fly mit einem zusätzlichen Attribut. Okay. Dann schauen wir mal. Wie sieht's aus? Läuft. Dauert viel länger.
Also das muss man natürlich dazu sagen, wenn ich mit Geodaten anreiche, da muss ja jede IP nochmal nachschlagen in der Geodatenbank. Das ist schon mal viel, viel langsamer, als wenn ich das einfach so reinpumpe. Aber jetzt gucken wir mal. Man sieht auch da oben meine CPU, die kocht ein bisschen. Also da hat er wesentlich mehr zu tun. Und schon wird es düster, Moment. So, jetzt kommen die Daten wieder rein. Und man sieht jetzt, dass es diese zusätzlichen Tags hier gibt. Diese Geo-IP, Continent Code, also von welchem Kontinent der Request war, von welchem Country Code, also diese Daten wurden jetzt eben dazugefügt zu den Standarddaten, die Apache mit sich bringt. Ich kann die auch hier sehen, habe wieder die Files, die ich gerade reingeladen habe, kann mir die angucken, kann mir auch sofort die Felder rechts in die Liste fügen, wenn ich sehen will, also wo kam der Request her, Country Code 3, das ist der Country, den Country Code 2 will ich haben, dann habe ich quasi auch sofort drin, aus welchem Source kamen diese Requests her. Jetzt kann ich so Späße machen und mir das Ganze auch darstellen. Ich mache mir in das Interface eine neue Row. Das Interface ist wahnsinnig dynamisch. Ich kann verschiedenste Dashboards anlegen, also immer so ein Kibana View ist immer ein Dashboard. Den kann ich mir customizen, kann ihn dann entweder in Gist, also das ist so ein GitHub Copy-Paste-Gedöns, so habe ich es verstanden. Jetzt wisst ihr auch nicht mehr. Oder ich kann es in Elasticsearch anspeichern, das ist wesentlich besser. Das heißt, ich mache so ein Dashboard, speichere das Dashboard in Elasticsearch, dann sehen alle anderen auch das Dashboard. Das heißt, wenn ich verschiedene Daten in Dashboards mir aufbereiten will, dann lege ich das einfach an. Das heißt, ich mache mir eine zusätzliche Row, die nenne ich Map, fahre die ein bisschen nach oben, dann seht ihr, wie sich im Hintergrund es schon bewegt. Dann habe ich jetzt quasi in das Dashboard eine neue Spalte, eine neue Zeile eingefügt. Und jetzt sage ich in der Map, ich möchte ein neues Panel einfügen. Und ein Panel ist quasi in dem Kibana immer eine Art und Weise, wie ich auf diese Daten zugreife. Und dann sage ich, ich möchte ein neues Panel, und zwar möchte ich Map haben. Das nenne ich Weltkarte. Dann sage ich GeoIP, weil das ist der Tag, den ich vorhin hinzugefügt habe. Country Code 2. Sag, wie breit das Ganze sein soll, das heißt, das sind die Spalten, wie weit es spawnen soll, sage ich 8, weil ich will eine schöne, breite Karte haben. Und dann füge ich das Panel hinzu. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich die Apache-Daten, die ich quasi in Realtime reingepumpt habe, in das Logstash sofort visualisiert und sehe, wo die Zugriffe hergekommen sind. Das sind jetzt Realtime-Daten von der Website von Isinga, die da drin sind, und ich sehe sofort in Echtzeit, wo kommen die her. Wenn ich das im Fluss habe, jetzt nicht so kribbelig, wie ich das gemacht habe mit hier Daten aus dem Logfile, sondern wenn ich das sofort über ein Syslog, über TCP da rein klopfe, sehe ich sofort nach 2-3 Sekunden, was ist auf meiner Website los. Ich kann das sofort sehen, kann es mir aufbereiten, visualisieren. Ich kann mir da genauso noch eine Kuchengrafik daneben machen. Das heißt, es gibt hier sowas wie ein Pie-Chart. Schwarzwälder Kirsch. Ich sage auch hier wieder GeoIP, Country Code 2 und habe ein Kuchendiagramm. Und es geht alles sauschnell, egal wie viele Daten da drin sind. Das ist das, was wirklich Kibana genial macht. Wenn ihr das speichern wollt, einfach hier oben drauf das Dashboard speichern. World Domination. Ich lege das in Elasticsearch ab. Und wenn ich Glück habe, ist es da auch drin. Schauen wir mal, ja, World Domination haben wir. Die Daten passen sich ab, wenn ich nicht ein relatives Zeitfenster betrachte, werden die Daten sofort reingepumpt, sind sofort drin. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Viertelstunde, oder? Das wird sportlich. Habt ihr was zu essen mit? So, also, das Thema haben wir soweit durch. Nächster Punkt, Integration Nagos und Isinga. Das heißt, ich möchte on the fly Daten nehmen, die aus meinen Logstreams irgendwo kommen, möchte die einsammeln, möchte mein Monitoring damit anreichern. Vom Prinzip ganz einfach, ich muss genauso meine Daten natürlich entgegennehmen über einen Shipper, die kommen irgendwie rein, dann muss ich sie regexen, das heißt, ich muss mir natürlich raussuchen, was will ich ihn angucken, was interessiert mich für ein Pattern und muss es dann in irgendeiner Form an Nagios, Isinga, Schinken, whatever available in this universe einfach weitergeben. Das sieht dann so aus,
ich habe wieder meinen Indexer, da sind die Daten drin. Ich pumpe, weil ich das halt so möchte, trotzdem weiterhin alles nach Elasticsearch. Aber das, was mit einem bestimmten Pattern kommt, das möchte ich als passives Check-Result in meine Singer mit reinschmeißen. Das sagt, wenn was Bestimmtes passiert, Real-Time, also sobald der Flow der Daten kommt, möchte ich sofort weitergehen. Ich möchte nicht in irgendwelchen Log-Files checken, sondern ich möchte die quasi im Bypass mir holen und reinschreiben. Wie sieht es aus? Ich habe wieder einen Input, ich habe da oben Punkt, Punkt geschrieben, weil das ist dasselbe, was wir schon hatten. Ich habe wieder den Filter Grog jetzt auf einem anderen, weil ich das mit einem Syslog mache. Syslog-Base ist da das Pattern für einen Standard-Syslog. Und jetzt gibt es so einen Grab-Filter. Was macht der Grab-Filter? Der Grab-Filter matcht in dem Fall bei mir diesen Pattern Error, sagt Drop False. Ich glaube, das ist beim Grab-I. Also dieses Nicht-Verschmeißen. Sondern ich sage, ich möchte zwar matchen, aber wenn es nicht matcht, möchte ich nicht, dass du die Events wegschmeißt, weil ich möchte sie ja später trotzdem noch in Elasticsearch reinklopfen. Egal, ob sie den Pattern matchen oder nicht. In Elasticsearch möchte ich sie immer haben, aber nur wenn ich den Pattern-Match habe, dann fügst du ein Feld Nagios-Update dazu. Und dann füge ich ein Feld dazu. Bei mir ist jetzt Nagios Host Localhost. Das ist in Realtime natürlich Quatsch. Aber für mein Demo-Setup macht das natürlich Sinn. In echt ist es so, dass ich dann wieder dieses Source Host, das ist nämlich Ergebnis des Syslog Space, kommt dieses Feld Source Host raus, natürlich dann nehme, um vielleicht mit einem passiven Check, den ich an jedem Host dran habe, als Logstash die Daten zuzuliefern. Ist das soweit klar? Also das ist jetzt für mich nur die Spielwiese, ich nenne es halt Localhost, habe einen Nagios-Service, der heißt Logstash und ich habe einen Hardcoded Log Level 2, den ich mitgebe, also ein Critical, weil ich sage, wenn ich Error finde, ist es für mich Critical. Ich kann hier genauso zwar nicht korrelieren, das kann ich hier nicht, aber wenn der im Endeffekt 10-mal die passive Meldung reinschreibt, dann kann er es machen. Ich kann hier genauso mein OK-Event wiedergeben. Das heißt, wenn mein Rack Matching so gut ist, kann ich da genauso eine False-Good-Meldung auch wieder gut machen. Und dann, wichtig ist wieder in Elasticsearch, und dann gibt es einen neuen Output dazu, also einmal in Elasticsearch, und dann möchte ich in Nagios reinschreiben. Und zwar gebe ich hier das External-Kommando-File an. So, wie sieht es aus? Back to the demo. Ich muss mich leider von ein paar Logstash-Instanzen trennen. Aufgrund des Haushalts. Ach du Scheiße. Grab Logstash. Das ist das, warum man die Energie auch in Stoppskripte stecken sollte. 4963. So. Web lassen wir laufen, aber den Shipper will ich auch ersetzen. So, jetzt habe ich die weggeputzt. Es bleibt noch mein Logstash Web. Das Webinterface möchte ich weiter geladen haben. Lebst du noch? Ja. So, jetzt möchte ich andere Files shippen. Das heißt, ich habe einen anderen File, ich möchte den Syslog reinlegen. Ist nichts anderes, ich lese nicht meinen Apache-Log, sondern einen Syslog-File. Also ich sage, Start Logstash Ship Syslog. Dann legt er mir jetzt, und das könnte natürlich auch alles aufgefächert parallel laufen, Syslog-Daten in dem Redis ab. Ich gucke in das Redis rein. Logstash-Daten für den Apache sind keine mehr da, weil die hat er vorhin alle verarbeitet und reingehauen in Elasticsearch, aber es müsste welche geben für Syslog. Gibt es. Das heißt, jetzt lade ich eben Syslog-Daten rein. Die finde ich mit einem anderen Key, weil ich sie auch in der Config mit einem anderen Key versehen habe, und so kann ich eben verschiedenste Facilities nebeneinander in einem Speicher halten. Dann gucke ich mir die Logs an. In dem Log-File, das ich habe, das ist ein Log, da steht ein Error drin. Und zwar, das ist ein Mail-Error. Und den hauen wir uns jetzt raus. Das heißt, ich gehe nochmal in die Config, schaue uns auch das nochmal an. Logstash conf index isinga. Auch nochmal das Demo aus der Folie. Syslog-Base, Error. Sobald ich was finde, was diesem Error-Pattern entspricht, möchte ich es bitte Nagios-Isinga mitteilen. Also Start Logstash Index Isinga. So, dann holen wir uns mal das Isinga-Interface her. Da gibt es jetzt so einen passiven Check Logstash. Der ist da unten. Und da habe ich vorher noch manuell meinen Status reingeschrieben. Mit ist erstmal alles okay, weil eben ein passiver Check. Und jetzt läuft im Hintergrund wieder die Abarbeitung. Es ist noch nichts da. Man müsste eigentlich wieder sehen, dass das hier kleiner wird. Das tut es auch bereits.
Und irgendwann trifft dieser Pattern Match zu. Wenn ich Glück habe, es kann Stunden dauern. Das ist Realtime. Das sind Realtime Syslogs, die ich woher kopiert habe. Unter permanenter Ignorierung von allen Sicherheitsrichtlinien. Aber, also irgendwann, das kann jetzt halt ein bisschen dauern, aber so viel Zeit habt ihr vielleicht nicht mitgebracht, aber das geht. Ich sage euch das, das glaube ich, geht wirklich. Ich gucke mal selber in diesen Demo-Data rein, damit ihr das auch seht. Das ist Syslog Oric. Es gibt einen Error, der da drin ist, und das ist ein Mail-Problem. Den einen Error-Pattern gibt es und mehr gibt es hier nicht. Und wenn das jetzt nicht geht, ärgert mich das. Scheiße. Aber das müsst ihr aushalten. So, also Echo nach Syslog. Mache ich dich nochmal leer, weil vielleicht war es das nicht. Cut Syslog Oric in Syslog. So, jetzt wird er hier wieder voll. So, jetzt liest er die Daten wieder rein. Gleichzeitig läuft aber auch noch, der es wieder rausliest. Also jetzt wird gleichzeitig rein rausgeschrieben, hier FIFO First In, First Out, geht es quasi wieder zu, in der Hoffnung, dass der Error trotzdem noch irgendwo, dass ich den noch erlege. Der ist in Kibana, müsste der schon da sein. Der Error, ja, ein sehr guter Hinweis. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder die dunkle Farbe. Oder auch eine ganz weiße Farbe. Ich will's euch schon beweisen, dass es funktioniert. Das tut es nämlich wirklich. Ich habe so lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Jetzt will ich es euch auch zeigen. Also, ihr seht, da sind die Syslogs schon drin. Also die Syslogs landen im Elasticsearch. Man sieht jetzt auch, dass das Format anders aussieht. Man sieht auch, dass er diese Text Nagios Host hier hinzugefügt hat und den Nagios Level, der bei allen natürlich nicht angereichert ist. Der ist nur bei dem angereichert, dieser Tag, wenn eben der Error Match drin ist. Und? Awesome. Vielen Dank. Never give up, never surrender, aber das hätte auch Stunden dauern können. Okay. Oh Gott, okay. Also, jetzt haben wir die Daemon da drin. Event-Korrelation, EDBC. Da sage ich jetzt nichts dazu, weil dafür reicht mir die Zeit nicht. Es gibt eine super Doku dazu. Der Janis hat sich da, hat da viel Arbeit investiert, ist die Möglichkeit, mit Events zu korrelieren. Auch der Tom schreibt ein bisschen daran rum. Was kann das Ding? Ich kann quasi hier, man sieht es vielleicht ganz leicht, mit einem Patcher zum Beispiel sowas wie Meldungen zusammenzählen. 7 Events, 9 Events, ich kenne Clear, Gutmeldungen machen. Das kann man alles mit dem EDBC machen, aber das machen wir jetzt nicht. docs.netways.org, da ist das super dokumentiert, viel besser als in meinen Slides, aber das andere, was ich euch zeigen will, ist, glaube ich, noch besser. Also, Zugabe. Und zwar, was ich noch möchte, ich möchte das Ganze auch real-time graphen. Das heißt, ich habe jetzt in Kibana meinen Kuchen, ich möchte aber auch quasi sehen, auf Basis von Graphite, meinen Flow. Zum Beispiel meine HTTP-Requests, die reinkommen, ich stütze mich halt immer auf dieses Apache-Log, weil es halt so schön zum Zeigen ist. Aber nimmt einfach die Vorstellungskraft mit, dass da auch ein Ora 600 von einer schönen Oracle-Datenbank mit durchrauschen kann, wenn man haben will. Um das Realtime-Graphing zu machen, brauchen wir zwei zusätzliche Software-Komponenten. Das eine ist StatsD. StatsD ist ein Statistik-Daemon. Der macht nichts anderes als Events, die kommen, ich zeige es euch dann in der Config, zusammenzufassen und immer in festen Intervallen wo reinzuschreiben. Das heißt, StatsD kümmert sich darum, Increments oder Mittelwerte zu berechnen. Das heißt, in dem Moment, ich schiebe zum Beispiel Response-Codes rein in den StatsD und dieser StatsD speichert die und alle 10 Sekunden schreibt er die weiter an Graphite, damit ich da quasi meinen getakteten Graphen kriege. Und Graphite selber, die ein oder andere waren gestern beim Tobi in dem Graphite-Workshop, ich will nicht verheimlichen, dass die Installation ein Riesenscheiß ist. Von Graphite. Das ist wirklich Müll, aber es lohnt sich. StatsD selber ist eine Node.js-Applikation, also braucht Node.js, damit es läuft.
Der eine oder andere wird schon feststellen, ihr könnt euch in viele neue Sachen einarbeiten, aber es lohnt sich. Node.js ist ruckzuck installiert, funktioniert einfach. Statsd installieren von Etsy, das sind die lieben Leute, die das programmieren, das Zeug runterladen, den Master anzippen und Node.js, Stat.js das Ganze dann anziehen. Dann gibt es auch so eine Config, ich kann da reingucken, Statsd ist auch ein ganz normaler Daemon, der da läuft. Dann Graphite, ich habe so ein bisschen für den Download-Spieler die Installation da reingeschrieben. Ich habe in dem aktuellen CentOS, ich glaube 6.4 ist das aktuelle CentOS, da geht einfach YAM install Graphite, funktioniert. Wer viel Zeit hat, kann das so machen. Wer kennt ein Graphite? Nicht? Okay. Was ist Graphite? Das hat auch Potenzial. Also vielleicht ein Wort. Graphite ist im Endeffekt eine Datenbank, so ähnlich wie ARD, nur ein bisschen besser. Die Datenbank nennt sich Whisper. Es gibt von Whisper auch einen Nachfolger, der heißt Ceres, aber im Moment ist Whisper noch so der Standard. Der speichert einfach Performance-Daten. Und er macht das ein bisschen anders, als es jetzt, keine Ahnung, PNP von Nagios macht, vom Jörg oder unsere Graphing-Sachen, die es so gibt. Sondern Graphite ist eher auch so ein bisschen auch dieser Logstash-Ansatz. Ich graf alles. Alles rein zu mir und ich schaue mir später an, ob ich es brauchen kann. Ist sauschnell, hat ein Carbon, das Carbon beschäftigt sich quasi um diese Speicherung, also ist der Daemon, der sich um die Datenspeicherung in diese WhisperDBs kümmert. Und dann gibt es noch eine Web-Applikation, die heißt Graphite Web. Die sieht ein bisschen gruselig aus, hat aber viel Power unter der Haube. Wie sieht es von der Architektur aus? Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, aber das haltet ihr aus. Ich habe wieder einen Indexer, schreibt es in Elasticsearch, aber in einem ganz bestimmten Fall möchte ich die Daten auch in diesen Statsd schreiben, denn der Statsd, dieser Aggregationsprozess ist meine Brücke, um das Ganze in Graphite zu pumpen. Wie sieht es in dem Config-File aus? Ich habe wieder meinen Input, ich lese die Daten da rein und füge ein Fieldname dazu. Das heißt, bei dem Fieldname-Input ist es deswegen wichtig, weil ich die Daten später in dem Graphite verwenden möchte, klatsche ich dieses Attribut noch an und sage, das ist die Website, die du herkommst. Dann habe ich wieder meinen Croc-Filter, der mir das Combined Apache-Log zerlegt. Und dann wird es spannend. Ich sage, wenn du Apache-Access bist, dann schiebe das in den Statsd rein. Ist auch ein ganz normaler Output von Logstash, das in Statsd zu stecken. Und dann gibt es zwei wichtige Dinge. Und zwar ist es einmal der Increment und der Count. Und mit diesem Increment und dem Count sage ich Statsd, wie er mit diesen statistischen Werten, die ich ihm vor die Füße schmeiße, umgehen soll. Das heißt, Increment ist ein Zähler, der zählt einfach jeden 400er, 300er Apache-Request, der kommt auf in einem Bucket und flasht diesen Bucket in einem konfigurierten Intervall in das Graphite rein. Und das Counting sind die Bytes, der zählt die Bytes zusammen. Also der incrementet nicht jedes Mal, wenn ein Byte kommt, sondern der zählt die Bytes zusammen. Und das demo ich jetzt euch noch und dann lasse ich euch in die Mittagspause. So, also wie sieht es aus? Ich gucke nochmal, ob ich noch irgendeinen Logstash rumlungern habe. Schieß den wieder weg. 5, 3, aha. 5. Falls es jemand nachmacht, dann im Streaming bitte die Prozess-ID auf jeden Fall ändern. So, es läuft nur noch mein Webinterface. Also, was mache ich? Redis läuft immer noch. Ich starte wieder die Indexierung meiner Apache-Daten, weil die brauche ich. Das heißt, ich gebe den Scripts und möchte wieder die Apache-Daten. Ship SH. Pumpt die rein. Das heißt, jetzt, was wieder passiert, ist die Ladung dieser Apache-Daten in den Redis. Syslog ist leer, Apache müsste auch leer sein, bis das Ding wieder hochkommt. Hat jemand eine Idee, warum jetzt nichts drin steht? Ja. Verdammt, warum steht jetzt was drin? Weil das eigentlich ist es ja so, dass er das Logfile schon gelesen hat. Das müsste eigentlich mein Echo-Dings wieder machen. Aber ist toll, ist was da. Danke, Tom. Hätte keiner gemerkt. Also, die Daten sind wieder in Redis. Jetzt brauche ich noch ein paar Sachen, die laufen müssen. Zum einen, ich brauche den Statsd, der laufen muss. Und ich brauche den Carbon. Ich starte einmal den Carbon, das ist quasi der Teil von Graphite, der die Daten entgegennimmt. Also das heißt, da kommen die ganzen Daten von Statsd hin. Und jetzt seht ihr da oben, dass von meiner CPU-Zeit nicht mehr viel bleibt. Das reicht maximal noch für Twitter. So, also, Carbon läuft. Jetzt starte ich Statsd. Der Start von Statsd ist nichts anderes als diesen Node.js, den ich anschmeiße. Mit Node Stats.js. Dann läuft auch der. Das heißt, ich habe
Logstash, Shipper in Redis, ich habe Stats, die laufen, um die Daten entgegenzunehmen als Logstash Output, und ich habe Carbon, der das Ganze in die Graphite-Datenbank schreibt. Und jetzt shippe ich die ganzen Sachen. Und zwar, wo mache ich das? Wo mache ich das? Hier unten. Mit dem schönen Config-File, der das Ganze in Stats.t schreibt. Jetzt wird's hart. Start, so. Soweit klar, was er macht. Redis, Daten, Logstash, Stats.t soll er machen. Daten liegen hier noch drin, sind jede Menge, werden bereits abgearbeitet. Jetzt mache ich mein Graphite-Interface auf. So, Graphite, das Interface, wie gesagt, schön ist anders, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann habe ich hier die Daten drin. Logstash. www.isinga.org, das ist das, was ich vorhin als Tag hinzugefügt habe, das führt ihr dann entsprechend hier ein. Und dann habe ich diese Daten. Und dann habe ich weiter nichts. So. Dann mache ich mir den Zeitintervall noch an. Das wollte ich genau nicht drücken. Das drücke ich jedes Mal. So, das wollte ich machen. Das wollte ich auch nicht haben. Das, ne? Das ist, danke, das ist der Kampf. So. 5 Minuten möchte ich mir anzeigen. Oder vielleicht 10. So. Und dann seht ihr jetzt, wie diese verschiedenen Graphen hier unten, Response Code 301, 304, 302 und die Bytes in diesen Graphen reinrauschen. Wenn ich den refresh, sieht man das. Das heißt, die Daten kommen jetzt in Realtime aus dem Log über Stats.t, die Daten zusammenzählt, in dem Graphen raus. Man kann das Ding, dieses Widget, relativ leicht patchen, dass man das von 60 Sekunden Refresh in 1 Sekunde Refresh runterdrückt. Das lohnt sich. Ich weiß gar nicht, was da sonst noch alles so drin rumliegt an Files. So, Daten sind alle da, hurra. Der Intervall ist vielleicht ein bisschen schlecht. Ja. So, ich denke, man kann es verstehen, was es tut. Das heißt, die Linien, die verschiedenen Codes hier aufzeigen, ich kann sofort sehen, was hat sich anteilig wie bewegt, mit welchen Daten ich das auch immer machen will. Da kann sich jeder selber was ausdenken. Aber ich habe euch auch genug strapaziert. Ich bin mit dem Vortrag soweit am Ende. Nochmal, spielt wirklich damit, es ist eine tolle Software, die ist production ready. Die kann unwahrscheinlich viel, die hat viel Potenzial. Man muss über 2, 3 Hürden drüber, vor allem, wenn man sich mit diesem Graphite-Installationsthema ein bisschen abkämpft. Aber es lohnt sich. Jetzt, falls noch jemand Lust hat zu fragen, aber ich denke, das Essen ruft auch. Hat noch jemand eine Frage? Ja. Ja, die Frage ist, Nagios ein fertig definierter Output? Jawohl. Über Command-Interface oder NSCA ist standardmäßig mit drin. Ja. Einen guten Appetit, vielen Dank fürs Zuhören.